Herzlich willkommen zu Oxpoon, dem Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Jetzt bekommen Sie keinen Schreck. Also ich möchte hier nicht mit Ihnen Mathematik oder sonst was machen. Ich habe meine alten Bücher mal rausgekramt. Und wenn ich mir das so ansehe, was ich irgendwann mal gelernt habe und was ich vielleicht sogar gekonnt habe, auf jeden Fall sind die Zetteln da drin. Nee, das nicht. Das ist auch nicht der Grund. Ich möchte mit Ihnen heute über Druck sprechen. Was ist Druck? Nun, ich habe erstmal schwere Bücher mitgebracht. Bücher sind ja von der Sache her schwer und einige sogar vom Inhalt. Und wenn ich die jetzt aufeinander stapel, das weiß dann jeder, dann haben wir hier ganz schön was zu heben. Und die üben auf die Unterfläche einen Druck aus. Also ich merke das schon auf meiner Hand. Hier oben im Stapel weniger, da ist nichts. Was will ich Ihnen damit sagen? Nun, es gibt Dinge, die uns umgeben, laufend, immer, jederzeit, die wir nicht sehen. Denn die Bücher, die sehen wir. Und dass die Druck auf den Boden, auf den Tisch ausüben, das ist ganz klar. Das kann jeder nachvollziehen. Aber was denn hier? Luft. Die sehen wir nicht, die hören wir nicht, sondern die ist einfach da. Und jetzt werden Sie sagen, naja, Luft ist ja was anderes als Bücher. Bücher sind schwer, Luft nicht. Naja, Luft ist vielleicht ein bisschen leichter, aber wir müssen über eins nachdenken. Die Luft, die Luftsäule, die auf, sagen wir mal, einen Quadratmeter drückt. Der Tisch hier ist ein bisschen größer, aber Meter mal Meter. Die drückt mit 10 Tonnen hier auf diesem Tisch. 10 Tonnen, das sind, wenn Sie einen alten VW-Käfer nehmen, 10 VW-Käfer übereinander gestapelt, die hier drauf drücken. Und warum geht der Tisch nicht kaputt? Weil die Luft genauso von unten drunter wie auch von oben drückt. Und wenn ich von beiden Seiten irgendwo dagegen drücke, ja, dann geht es nicht kaputt. Glas kann man so leicht nicht zerdrücken. Das heißt, der Luftdruck ist da. Wie hoch ist der Luftdruck? Na, da gibt es ganz verschiedene Maßeinheiten. Heute rechnen wir in Hektopascal. Auf Meereshöhe haben wir einen Normaldruck von 1013,25 Hektopascal. Früher haben wir mit Millimeter Quecksilbersäule gerechnet, mit Torr gerechnet, mit Atü, Atar, also Atmosphäreüberdruck, Atmosphäre absolut und so weiter. Auch heute rechnen wir in verschiedenen Gebieten der Erde noch mit unterschiedlichen Einheiten. Selbst Wassersäule wird genommen. Vielleicht kennen Sie es noch. Beim Arzt früher, wenn der Blutdruck gemessen wurde, der hatte sogar so ein Quecksilberteil da und da stieg die Quecksilbersäule und da konnte er dann den Blutdruck ablesen. Ja, Quecksilber ist giftig, wissen wir alle, ist heute alles verboten. Aber es war schon immer so, dass wir unseren Druck messen mussten, egal wo, zu Hause, in der Heizung. Da muss der Druck stimmen, sonst müssen wir Wasser nachfüllen, damit das Ausdehnungsgefäß da wieder ein bisschen zusammengedrückt wird und der Druck hochgeht. Am Fahrradreifen, da pumpen wir auf. Na gut, dann nehmen wir den Daumen und sagen, reicht für mich, aber vielleicht für meinen Freund, der doppelt so schwer ist, nicht, da pumpen wir ein bisschen mehr. Unkritisch. Beim Autoreifen ist es schon mal ganz, ganz anders. Wenn Sie da den falschen Luftdruck haben, dann haben Sie einmal, gucken Sie sich das an, wenn das die Fläche des Autoreifens ist, wenn der Druck zu hoch ist, dann macht er so einen Puckel und dann läuft er nur noch auf der Mitte der Fläche, läuft auch in der Mitte ab. Wenn der Druck zu niedrig ist, dann fahren die Schultern ab. Das sieht man dann so nach unten geknickt. Aber würde man sagen, na gut, dann sind die früher verschlissen. Aber die Fahrsicherheit, die ist natürlich stark beeinträchtigt, denn wir müssen ja möglichst die gesamte Fläche auf der Fahrbahn haben. Haben wir nur ein bisschen davon, dann haben wir weniger Haftung. Da müssen wir genau messen. Und in vielen anderen Bereichen müssen wir Druck, Luftdruck, Gasdruck und auch Flüssigkeitsdruck messen können. Wie man das macht, wie so ein Messgerät aussieht, welche Messbereiche diese Geräte haben, was man damit alles messen kann. Das habe ich mir mal angesehen und da möchte ich Ihnen mal drei Geräte vorstellen. Von PCE das THB38 habe ich hier in der Hand. Das sieht aus wie so Tube mit Senf oder sonst was, aber es steckt voll mit Elektronik. Fangen wir oben an. Hier oben an dieser schwarzen Spitze, da sind so Längsschlitze und wenn man da so ein bisschen hineinsehen kann, da sieht man eine Platine mit Sensoren. Da drin wird gemessen. Was wird gemessen? Einmal der Luftdruck und die Temperatur.
Die hängen ja auch zusammen. So, und diese Informationen, die werden dann hier runtergeführt. Hier drin im Gehäuse haben wir dann die Elektronik, die das auswertet. Und wenn ich das Gerät jetzt mal einschalte, dann dauert es einen kleinen Moment. Und jetzt bekommen wir eine Anzeige. 52,1, das ist nicht die Temperatur, das ist die relative Luftfeuchtigkeit. Und da unten 26,1, das ist die Temperatur hier im Studio. Ich habe mich also schon warm gearbeitet. So, und das ist noch nicht alles. Wir haben also jetzt erstmal die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur. Man kann aber noch mehr anzeigen. Jetzt können Sie sehen, dass ich hier ein Auswahlmenü habe und da sind wir schon auf dem barometrischen Druck und zwar auf 990 Hektopascal. Unten steht nach wie vor die Temperatur. So, und dieser Luftdruck, naja, der ändert sich ja nicht so schnell, der ist relativ stabil, auch wenn es über den Tag Minima und Maxima gibt und auch jahreszeitlich bedingt, aber der Einfluss ist eigentlich geringer als der vom Wetter. Aber ich kann mal weiterschalten. Da können Sie erkennen, dass man hier barometrisch die Luftfeuchtigkeit, wie wir sie hatten, den Taupunkt, der unten angezeigt wurde, der wird natürlich berechnet. Wenn ich jetzt loslasse, zeigt er mir also auch den Taupunkt an und so weiter. Also ein kleines Gerät, mit dem man im Grunde genommen alles machen kann, was man so messen will. Es ist ein Gerät, mit dem kann man nun irgendwo in der Wohnung oder in der Firma herumlaufen und kann Temperaturen bestimmen und Luftdruck bestimmen und handlich, einfach klein und vor allen Dingen präzise. Die Auflösung für alle drei Bereiche, also für den Luftdruck, für die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit, liegt bei 0,1 jeweils bei dem jeweiligen Wert, also 0,1 Grad Celsius und 0,1 Hektopascal und 0,1% relative Luftfeuchtigkeit. Also ein handliches Gerät, betrieben mit 4 Batterien für alle möglichen Einsatzgebiete. Was habe ich hier für einen Klotz in der Hand? Ganz schön massiv, dieses Teil. Und das ist ein Druckaufnehmer. Wenn wir hier vorne reingucken, hier ist ein Gewinde und da ist so ein kleines Loch. Und damit kann ich Drücke messen, überall da, wo ich es eben messen will. In dem chemischen Bereich, bei der Kunststoffverarbeitung, in irgendwelchen Systemen, ja, Forschung und so weiter. Überall da kann ich solche Druckaufnehmer einsetzen. Es gibt verschiedene dieser Druckaufnehmer. Der hier ist zum Beispiel gedacht bis 100 Bar. Und dann haben wir bei 100 Bar schon ganz schön Druck da drauf. Das zugehörige Messgerät, das PCE 932, was ich hier habe, da ist der übrigens oben mit einem Stecker angeschlossen. Man kann den also abziehen und austauschen. Das kann bis zu 400 Bar messen mit dem entsprechenden Sensor, den man da dran hat. So, die Anzeige, das Display ist sehr schön, sehr groß und sehr klar. Die Hintergrundbeleuchtung kann man abschalten, wenn man sie nicht braucht. Es geht also mit und ohne. Und ich habe die Möglichkeit, auf ganz unterschiedliche Darstellungsarten umzuschalten. Ich kann also umschalten auf Bar, ich kann auf Wassersäule umschalten, ich kann auf, was ist das? Das weiß ich überhaupt nicht, PSI umschalten. Also die Anzeige selbst kann ich einstellen, international alle Sachen, die ich habe. Ich bin jetzt wieder auf Hektopascal, das ist das, was das heißt, weil das für uns die SI-Einheit ist, die am gebräuchlichsten ist. Ja, wenn wir dann hier unten drauf schauen, die Bedienung ist sehr eingängig, sehr übersichtlich gestaltet, da gibt es gar nicht viel zu sagen. Ich habe natürlich die Möglichkeit, diese Daten aufzeichnen zu lassen. Aufgezeichnet wird auf diese Speicherkarte, die hier unten reingesteckt wird. Da wird eine mitgeliefert. Bis zu 16 GB kann die Kapazität sein, die ich da reinstecke. Und ich kann dann die Speicherkarte herausnehmen. Auf der Speicherkarte wird in einem Tabellenkalkulationsformat aufgezeichnet, im XLS-Format. Das kann man mit verschiedenen Programmen, auch Open Source, dann wieder lesen und bekommt vernünftige Tabellen, die man dann natürlich mit diesem Programm auch grafisch darstellen kann. Und hier habe ich nochmal einen Anschluss für ein Netzteil. Warum Netzteil? Naja, wenn ich Langzeitmessungen mache, Intervall kann ich einstellen, messen eine Sekunde bis zu 9
Stunden minus eine Sekunde, das ist der maximal, der längste Intervall, wo ich sagen kann, da misst du jedes Mal. Und hier habe ich eine serielle Schnittstelle. In vielen Messeinrichtungen, Forschungseinrichtungen hat man ja noch serielle Schnittstellen. Das heißt also, ich kann das Gerät auch über die serielle Schnittstelle ausliefern. So, hier drin kommt die Speicherkarte, das wird mitgeliefert, habe ich gesagt. Wenn ich die hier wieder reinstecke, dann habe ich hier auf der anderen Seite übrigens einen USB-Anschluss. Also kann ich auch an den modernen Computer ran, Speicherkarte aus dem Gerät raus, da reinstecken in meinen Computer. Und ich kann dann in einer Tabellenkalkulation die Messwerte hiermit auswerten. Hier habe ich von PCE das P05, ein Differenzdruckmessgerät. Differenzdruck. Entweder ich kann den Druck messen irgendwo in einem System oder auch den Luftdruck, oder ich kann auch die Differenz zweier Drücke messen. Und das geht hiermit. Hier habe ich zwei Anschlüsse hier oben und da kann ich Schläuche anschließen und kann dieses Messgerät in irgendein System reinhängen. Schläuche werden sogar mitgeliefert, je nachdem, was man da machen will. Die werden dann hier oben drauf gesteckt. So, und naja, gut, das können Sie sich sicher vorstellen. Wenn ich es einschalte, wird Sie vielleicht überraschen. Und das Display, da kann man die Beleuchtung einschalten, ist extrem hell, groß und sehr gut ablesbar. So, und dann habe ich natürlich auch hier wieder die Möglichkeit, 11 verschiedene Ausgabesysteme anzuwählen, ob ich jetzt PSI will oder Millibar oder Hektopascal oder sonst was. All das kann man hier anwählen und ich habe die Möglichkeit, auch auf Record zu schalten. Ich kann also die Daten, die ich messe, auch aufzeichnen lassen vom Gerät und zwar bis zu über 17.000 Messpunkte. Und diese aufgezeichneten Daten, die können dann über die eingebaute USB-Schnittstelle, die ist hier auf der Seite, und das mitgelieferte Kabel zum Computer übertragen werden. Auch eine Auswertesoftware wird mitgeliefert und die wird einfach auf dem Rechner aufgespielt und dann erkennt diese Software auch das Messgerät und man kann direkt die Daten überspielen. Das ganze System mit Netzteil, mit Anschlusskabel, mit Software, mit den Schläuchen und auch ein vernünftig stabiler Transportkoffer, der schon mal einen Stoß verträgt. Und das Gerät ist auch noch gepolstert da drin, wenn man sehen kann. Der ist auch dabei. Und das ist eigentlich das, was man im Labor braucht, überall da, wo ich überwachen will. Der Messintervall, der liegt von einer Sekunde bis zu 24 Stunden. Das heißt, Sie können dem Gerät sagen, innerhalb dieser Zeitspanne, wann es den nächsten Messwert aufnehmen und speichern soll. Also, ein robustes, universelles Gerät zum Aufnehmen von Differenzdrücken in verschiedenen Systemen von Gasen, nicht brennbaren Gasen. Ein kleiner Ausflug in Druckmessgeräte für Gase, also auch für Luft und Flüssigkeiten. Ganz wichtig in unserem Leben, in vielen Fertigungsstraßen müssen wir Drücke messen. Wir müssen wissen, wie hoch ist der Druck? Ist der hoch genug oder ist er zu hoch? Muss etwas passieren? Viele Steuerungen und Regelungen sind absolut darauf angewiesen. Und wenn wir überprüfen müssen, ob die Systeme in Ordnung sind, brauchen wir Messgeräte. Ich hoffe, der kleine Einblick hat Ihnen ein bisschen gefallen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und tschüss.